Hallo, zu der kleinen Einführung in Paint, das auf Windows 7 unter der Version 6.0 installiert ist. Als erstes überhaupt mal, wie finden Sie Paint? Klicken Sie auf Ihr Startsymbol und suchen Sie hier einfach Paint. Dann klicken Sie hier drauf und Sie haben hier Ihren Startbildschirm. Da man jetzt wahrscheinlich nicht mit einem leeren Bild anfangen will, sondern ein Bild bearbeiten will, klickt man hier und dann auf Öffnen. Und dann macht er den letzten Ordner auf, aus dem er als letztes Bilder entnommen hat. Hier habe ich jetzt Beispielbilder genommen. Ich nehme jetzt erstmal Wüste. Öffnen. So, wir sind jetzt hier unten auf 100%. Wenn man hier draufklickt, kommt man auf 50%. Das reicht hier vollkommen aus. So, als erstes, was kann man überhaupt machen? Man kann hier Formen auswählen. Wie das zum Beispiel. Das ist einfach ein Rechteck. Keine Füllung hat oder so. Füllen kann man es, indem man hier auf Füllen klickt. Und auf einfarbig. Da ich jetzt, wenn ich jetzt eins aufziehe, hat es einen schwarzen Rand und einen weißen Hintergrund. Wenn ich jetzt hier auf zweite Farbe klicke und meinetwegen rot einstelle und ich probiere es jetzt nochmal, dann wird es rot. Der Rand bleibt schwarz, wenn man erste Farbe umstellt, ergibt sich halt auf schwarz, rot, gelb, was auch immer man halt einstellt. Hier gibt es noch zwei weitere Formen, Herz und Blitz. Wenn Sie genau auf den Rand halten, erkennt man einen Pfeil, der in alle vier Richtungen weist. Linke Maustaste gedrückt halten und rüberziehen. Da kann man das Bild überall hin verschieben. So, Radiergummi. Es kommt darauf an, welche Farbe Sie eingestellt haben. Die Linie, der Radiergummi hinterlässt die Linie, die Sie als zweite Farbe eingestellt haben. Text. Aufziehen und einfach schreiben. Textfarbe wird durch die erste Farbe festgelegt. Das wäre dann alles.